Ja, herzlich willkommen zur sechsten Vorlesung Internet of Things im Wintersemester 2021. Heute der zweite Teil unserer Backend-Entwicklung. Kurzer Recap, was haben wir letzte Woche gemacht, beziehungsweise letzten Freitag. Da haben wir angefangen, den Waterfill-Service zu programmieren, den ihr schon von Christophs Session kennt. Ja, wir sind so weit gekommen, dass wir die erste Schnittstelle programmiert haben, den ersten Endpoint, und würden da jetzt so langsam weitermachen. Ich würde heute zeigen, wie man Validierung von eingehenden Anfragen macht, also wie man sicher gehen kann, dass da immer das drin steht, was ich erwarte, was in so einer Anfrage drin stehen könnte. Und dann werde ich einfach die ganzen übrigen Schnittstellen aus meiner Vorlage rüber kopiert und ich zeige noch einmal, wie man die Particle Cloud integriert. Das heißt, wie kriege ich die Richtung hin von meinem Dienst in die Particle Cloud und letztendlich dann auf mein Device. Dann, wenn wir dazu kommen, werde ich noch die Pipeline vorstellen, mit denen ihr dann später eure Dienste auf unserem Server laufen lassen könnt. Und dann habe ich eben gerade noch einen guten Hinweis gekriegt, dass damit fangen wir jetzt direkt mal an. Wenn man den Dienst klont, also wenn ihr in dem GitHub mit dem Classroom euch ein Repository erzeugt, dann ist dem findigen Menschen sicherlich aufgefallen, dass der erste Durchlauf in der CI, dass der fehlschlägt. Das ist normal, das muss so, weil da noch keine Secrets hinterlegt sind. Wie das funktioniert, zeige ich noch. Viel interessanter ist aber, wenn ihr weiter programmiert und dann anschließend das auf den Master pusht, dann schlägt das fehl, weil die Tests fehlschlagen. Das sieht dann in etwa so aus. Ihr lasst hier, wenn ihr NPM Test laufen lasst, dann failt das, weil hier in der app.e2e-specTS hier noch auf eine Schnittstelle gefragt wird, die nicht mehr existiert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Test jetzt natürlich erweitern mit den Schnittstellen, die wir dann letztendlich hier programmieren, beziehungsweise mit den Schnittstellen, die ihr dann später habt. Oder ihr macht es wie ich und löscht es. Wenn ich jetzt das Ganze hier nochmal laufen lasse, fliegt da immer noch ein Fehler. Der ist aber auch ganz schön mimimi hier. Löschen einfach den ganzen Testordner, würde ich jetzt mal ganz plump sagen. Weil er keine Test-Regex gefunden hat, okay. Ja, die Tests sind eigentlich egal, ich glaube, die laufen auch gar nicht so richtig. Naja, da kümmern wir uns später drum. Was der eigentlich jetzt hier nur anbemängelt, ist, dass hier in diesem Ordner an der Seite, dass es dort keine Tests gibt, die er ausführen kann. Und das macht ihn jetzt gerade innerlich ein bisschen Kopfschmerzen. Kümmern wir uns aber am Ende drum, machen wir jetzt erstmal den Dienst weiter fertig. Wo waren wir letzte Woche stehen geblieben, falls ihr euch erinnert? Wir haben hier die Datenbank eingerichtet. Wir haben hier eine Unterscheidung gemacht, ob wir die Produktivdatenbank benutzen möchten oder ob wir eine lokale verwenden wollen. Und diese Unterscheidung findet statt, ob wenn die beiden Umgebungsvariablen MongoUser oder MongoPass gesetzt sind. Aber bevor die Frage aufkommt, wie man das auf Windows-Geräten testet mit diesen Umgebungsvariablen, dafür kann man das großartige Tool CrossEnv verwenden. Das kann man mit npm i-g CrossEnv installieren. Und was das letztendlich tut, ist, dass das cross-plattformmäßige Umgebungsvariablen definiert, die dann in euer Programm übergeben werden. Ja, das funktioniert hier so nach Key-Value-Pass. Also man kann ja einfach dann cross-env schreiben. Dann muss ich hier ganz kurz in meinen Spicker reinschauen, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. In dem glücklicherweise nicht drin steht, wie das funktioniert. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann macht man hier irgendwie so bla gleich foo oder lib gleich tada. Und dann das Skript, was man ausführen möchte. In diesem Fall zum Beispiel npm run start dev. Dann ist jetzt in diesem start dev-Befehl diese beiden Umgebungsvariablen verfügbar. Man kann auf die zugreifen. Oder anders gesagt, so kann ich hier den MongoUser und den MongoPass setzen. Das ist für alle, die nicht
Linux verwenden. Dort kann man das ja auch einfach mit Export machen, wenn man das testen möchte. Aber für die Windows-Nutzer ist das vielleicht nicht verkehrt. Schreibe ich aber auch noch in die README mit rein, wenn ich dieses Repo hier zur Verfügung stelle. Da komme ich gleich zur Frage, wann stelle ich dieses Repo zur Verfügung? Dann, wenn es fertig entwickelt ist. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass es später durchaus sinnig ist, das einmal per Hand zu programmieren und bei eurem Dienst nicht einfach alles zu copy-pasten. Ja, es kann da schon durchaus passieren, dass ihr euch da mal irgendwelche Fehler einhandelt, die nur daher kommen, weil ich irgendetwas anders mache oder geringfügig anders mache und dann könnt ihr die Fehler nicht interpretieren, weil ihr das nicht selber einmal geschrieben habt. Deswegen tut euch da einen Gefallen und auch wenn es vielleicht etwas mühselig ist, tippt es ab. Das ist eine gute Lösung. So, also machen wir weiter im Text. Wir haben also Datenbanken angebunden und wir haben hier im Controller unsere erste Schnittstelle geschrieben, die auf /api/waterfill hört und da können wir ein Time-Event speichern. Das sieht ungefähr so aus, dass da so ein Value und ein Timestamp übergeben wird. Und das wird dann entsprechend wie dieses Schema hier in der Datenbank abgespeichert. Diese beiden Dinge sind nun erstmal identisch, aber das kann auch sein, dass die auseinandergehen. Das hier ist nämlich das DAO, das sogenannte Data Access Object, beschreibt also die Struktur meiner Daten in der Datenbank. Und das hier beschreibt die Struktur der Daten, die reinkommen. Die können durchaus auch mal unterschiedlich sein. So, was wir jetzt heute noch machen möchten und was wir beim letzten Mal noch nicht geschafft haben, ist die Fragestellung, wie kann ich denn jetzt versichern, dass diese Daten genau so aussehen? Na, wir müssen uns ja immer ein bisschen im Gedanken halten, dass wir hier in TypeScript beziehungsweise das wird dann nach JavaScript transpiliert unterwegs sind und dort haben wir keine Typsicherheit. Da kann ja trotzdem jeder übergeben, was er möchte und für gewöhnlich sendet ein Backend-Dienst ja sowas wie Bad Request zurück, also den HTTP-Error 400. Wenn man Anfragen sendet, die nicht der Struktur entsprechen, wie ich sie erwarte. Und genau das können wir erreichen mit den beiden Bibliotheken Class Transformer und Class Validator. Die müssen wir uns jetzt erstmal installieren, die sind nicht standardmäßig mit dabei. Das macht man ganz einfach mit npmi und dann Class Transformer und Class Validator. Was tun die beiden? Der Class Validator, wie der Name es schon vermuten lässt, der ist für die eigentliche Validierung dann am Ende zuständig. Und der Class Transformer macht, das ist so eine Art Autotransformationstool. Man hängt den in die Verarbeitungspipeline automatisch ein, der wird von Nest.js erkannt. Und wenn ich dann irgendwo auf einen Body zugreife, wie ich das hier tue, hier hängt sich der Class Transformer rein und der führt dazu, dass dieses Objekt tatsächlich auch ein richtiges Create Waterfill DTO Objekt ist und nicht einfach nur ein einfaches Objekt mit dem Typen. Das heißt, was der tut, ist, der macht dann so ein bisschen TypeScript Reflection Magie und ruft dann da einen Konstruktor auf und setzt dieses Objekt korrekt zusammen und sorgt dafür, dass es ein richtiges Objekt ist, auf dem ich hier rumrödeln kann, wo ich mir dann auch zu 100% sicher sein kann, dass die Struktur genau so aussieht, wie ich sie hier erwarte. Nicht mehr und nicht weniger. So, wir installieren das jetzt nochmal schnell. Er lädt natürlich jetzt wieder das ganze Internet runter, was hoffentlich etwas schnell gehen sollte. Sehr gut, das haben wir installiert. Großartig. Jetzt können wir das anwenden. Es gibt zwei Stellen, die wir jetzt ändern müssen. Zum einen müssen wir hier in unserem DTO sagen, wie wir validieren wollen und wir müssen noch einstellen, dass validiert wird. Das tun wir hier einmal in dem Controller, indem wir hier einen neuen Klammeraffen verwenden. Nämlich use pipes und dann new validation pipe. So, was ist die validation pipe oder was sind generell pipes? Pipes sind so eine Art Hooks, die sich in den Aufruf einklinken und zwar immer genau dann, wenn ich hier so einen datenzugreifenden Klammeraffen verwende. In diesem addBody geschehen Transformationen, nämlich aus dem rohen JSON ein Objekt zu machen. Und genau in diesem Transformationsschritt hängt sich dann einfach diese Validation Pipe ein und guckt, ob die Struktur des gegebenen Objekts tatsächlich der erwarteten Struktur entspricht. Mehr ist das nicht. Wenn ihr das genau wissen wollt, wie das funktioniert, müsst ihr euch auf Nest.js die Doku dazu angucken. Die ist sehr detailliert und beschreibt auch sehr gut, was man da noch für Voodoo machen kann. Da kann man noch viel mehr machen. Für unsere Zwecke hier reicht das allerdings. Was ganz interessant ist, ich habe hier New Validation Pipe verwendet und habe hier einen Konstruktor benutzt. Ich kann hier auch einfach ein Objekt verwenden, wenn ich das statisch verwenden will. Also wenn ich das als Singleton verwenden möchte.
Hier sage ich jetzt, ich will für den Konstruktor auf jeden Fall ein neues Validation-Pipe-Objekt haben. Das ist einfach aus Performance-Gründen. Wenn eine Validation-Pipe alle einkommenden Anfragen bearbeitet, dann könnte ich das schlichtweg überfordern. Und es ist einfach sinnig, da mehrere von zu haben. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals in eine derartige Auslastung kommen. Aber es ist ja auch schon gut, sich das gleich richtig anzugewöhnen. Der zweite Punkt, den wir noch einstellen müssen, ist hier ganz am Anfang in unserer Main. Hier können wir der App nämlich sagen, dass sie bitte eine globale Pipeline noch verwenden soll, nämlich auch diese Validation Pipeline, damit wir uns sicher gehen können, dass alle Anfragen, die unser Programm erreichen, auch wirklich immer genau die Struktur haben, wie wir sie erwarten und niemals eine andere. Das ist jetzt einfach nur for the saver for the battery. Das ist reine Sicherheit. Man kann nie sicher genug gehen. So, jetzt können wir tatsächlich anfangen und hier definieren, wie unser Objekt denn aussehen soll. Was man auch, wer hätte es gedacht, mit Klammeraffen macht. Und zwar sage ich jetzt, naja gut, meine Number, die soll schon mal nicht empty sein. Das heißt, die brauchen wir, die muss gesetzt sein. Das heißt, wir können ja einfach sagen, is not empty. Dann möchte ich sicher gehen, dass das auch wirklich eine Nummer ist. Also sage ich hier, is number. Hammer. Das gleiche tue ich auch für den Timestamp. Ich könnte jetzt hier auch sowas dran schreiben, wie ist Timestamp. Na, das gibt es noch nicht, aber das kann man zum Beispiel definieren. Ich sehe gerade im Chat, wird sich darüber aufgeregt, dass hier mehr Add-Zeichen als Code ist. Ja, das ist deklaratives Programmieren, wie man es liebt. Also letztendlich, was ich jetzt hier einfach nur getan habe, ist zu sagen, wie meine einkommende Anfrage denn aussieht und wie das jetzt dann letztendlich in freier Wildbahn aussieht, kann ich euch auch noch zeigen. npm run start dev. Wir starten einfach mal den Dienst und schicken jetzt eine Anfrage gegen diese Schnittstelle und gucken, was passiert, wenn ich diese Anfrage falsch mache. Dafür gehe ich hier mal kurz in meinen Postman. Kann man natürlich auch mit Curl oder einem beliebigen anderen Tool machen. Ich bin nur so ein klassischer Clicky-Bunti-Windows-Nutzer. Ich komme mit Konsole immer nicht so klar. Habe hier schon glücklicherweise mein Waterfill-Endpunkt. Habe hier auch schon ein Body und der ist irgendwie falsch. Hier der Value, der ist ein String und wenn ich das jetzt sende, dann erwarte ich da irgendwie einen Fehler und dass er mir das sagt. Ich kann das größer machen. Sehr gut. So, ne? Ich habe hier einen String statt einer Number und er sagt mir jetzt tatsächlich, wow, value must be a number conforming to a specific constraint, bad request. Er analysiert das also. Er sagt, ja, tatsächlich, ich habe da Müll gemacht. Und erst, wenn ich jetzt hier eine Number draus mache, dann akzeptiert er diese Anfrage und ich kriege das zurück, was ich hineingegeben habe. Na, so kann ich immer sicher gehen, dass mein Objekt zumindest die Struktur hat, die ich erwarte. Da können jetzt natürlich noch zusätzliche Attribute sein, aber das ist ja egal. Wenn ich die nicht handhabe, sind die ja irrelevant. Aber auch da kann man natürlich sagen, dass das allgemeine Objekt exakt so aussehen muss, wie ich es haben möchte. Aber das überlasse ich euch mal als Hausaufgabe herauszufinden, wie das geht. Das ist ja nur ein bisschen Doku lesen. So, wir haben es also jetzt hingekriegt, auf magische Art und Weise unsere Dateien zu validieren. Großartig. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist letztendlich die Schnittstellen hier alle fertig programmieren. So, weil ich jetzt ein fauler Mensch bin, kopiere ich mir die einfach mal größtenteils und erzähle da so ein bisschen was zu, was die letztendlich tun. So, dann nehmen wir erstmal hier die Standardsachen, bevor wir noch zu den komplizierten Sachen kommen. So. Was macht das hier alles? Ah, muss ich hier nochmal ein bisschen, dass das hier auch alles schön ist. Das ist nämlich der App-Service. Und naja, die Funktionen gibt es jetzt noch nicht, die müssen wir gleich noch programmieren. Aber was passiert hier? Ah, ich sehe gerade noch eine Anmerkung aus dem Chat. Ja, es gibt bestimmt eine Regex-Pipe und genau die gibt es auch. Die gibt es definitiv. Man kann nach Regex prüfen, wie die Datei aufgebaut sein soll. Dafür gibt es auch Shorthands. Ne? Also es gibt irgendwie sowas wie is-email und das ist nichts weiter als ein Regex, der da prüft, ob die Format einer E-Mail entspricht. So, ich habe jetzt hier mal die Funktionen für get hinzugefügt und delete und update. Ja, wenn ihr euch erinnert, so ein CRUD besteht immer aus lesen, schreiben, updaten, löschen. Das heißt, wir haben jetzt diese Schnittstellen und diese Schnittstellen hier. Man kann das hier auch leicht schon erkennen, dass das getAll hat keine weiteren Sachen. Dann gibt es noch so ein getLast und es gibt ein getOne, wo man direkt nach einer ID fragt.
So, eins nach dem anderen. Eine URL besteht ja immer aus mehreren verschiedenen Parts. Na, wenn ihr hier unten das seht, es ist immer irgendwie so ein Slash irgendwas, Slash irgendwas. Dann gibt es da irgendwie so ein Doppelpunkt-ID da manchmal drin. Das nennt man HTTP-Parameter. Deswegen kann man die mit dem Add-Parameter auslesen. Manchmal gibt es hinten an diese URLs aber auch noch Query-Parameter. Das sind dann Dinge für ein GET, zum Beispiel die Schnittstelle für unseren Timestamp. Wenn ich jetzt hier so ein Fragezeichen dran mache, dann ist alles, was nach dem Fragezeichen kommt, ein Query-Parameter. Nämlich zum Beispiel Timestamp gleich, und dann weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kann ich nochmal Parameter übergeben. Der Vorteil von diesen Query-Parametern bei URLs ist, wenn ich zum Beispiel einen Filter auf einer Tabelle damit realisiere, dann kann ich jemand anderen diese URL schicken, und da der Filter in der URL als Query-Parameter hinterlegt ist, kann ich mir zu 100% sicher sein, dass derjenige, dem ich die Tabelle schicke, die Sortierung genauso sieht, wie ich sie auch sehe. Und das bedeutet, man kann damit Seiten, ja, ich will mal States sagen, übertragen. Und das ist der große Vorteil von diesen Query-Parametern und warum man die benutzt. Sehr gerne wird damit zum Beispiel Pagination gemacht. Also, dass ich irgendwie auf einer Seite 10 Elemente angezeigt haben möchte. Dann tut man das häufig über diese Query-Parameter. Oder irgendwelche Cookie-IDs oder sowas wird darüber weitergegeben. So. Ja, genau. Und entsprechend funktioniert dann hier eben auch dieses AddParam um die ID, also ein bestimmtes Objekt, einen bestimmten Value zu bekommen. Dann haben wir hier das Update. Das Update ist jetzt quasi durch das Put noch so eine Kombination. Hier haben wir einmal einen Parameter, weil wir wollen ja wissen, welches Objekt soll ich updaten. Und dann gibt es ein UpdateWaterfill.dto, was beschreibt, wie ich update. Na, aber dieses UpdateWaterfill.dto haben wir ja noch nicht. Also das müssen wir uns hier nochmal anlegen. Update-water-fill.dto.ts. Und da können wir jetzt definieren, wie sieht denn jetzt ein geupdatetes Value aus? So, jetzt ist die große Frage. Wir können jetzt hier nur den Value updaten und sagen, dass der Timestamp jetzt nicht mehr der Sensor-Timestamp ist, sondern der aus der Datenbank. Zum Beispiel, dass das sinnig ist, sei mal dahingestellt. Ich möchte jetzt nur einmal kurz zeigen, dass die zwar sehr identisch aussehen, diese ganzen Objekte, aber dass die sich durchaus unterscheiden können. Deswegen werden wir das Update-DTO jetzt so bauen, dass man nur das Value updatet und das Timestamp wird automatisch vom Backend-Dienst geupdatet. Oder man lässt es vielleicht sogar. Über die Sinnigkeit kann man da natürlich jetzt streiten, aber ich möchte es einfach nur mal kurz veranschaulichen. So, hier machen wir jetzt also Read-Only. Wir wollen nur ein Value, das ist eine Number. Jetzt muss ich ihm hier wieder sagen, wie möchte ich das validieren? Ich möchte, dass das hier not empty ist und ich möchte, dass das auf jeden Fall eine Nummer ist. So. Ich habe jetzt so einen coolen Hotkey hier, der ist Alt-Shift-F für automatisierte Formatierung und der formatiert mir das dann genauso, wie ich das hier in dieser Prettier-RC eingestellt habe. Das heißt, ich muss hier nicht immer irgendwie von links nach rechts Sachen einstellen, sondern der formatiert mir das auf Knopfdruck gleich schön. So, jetzt habe ich das Update-DTO hier fertig definiert. Kann das jetzt hier noch importieren. Muss nochmal STRG F drücken, weil er hier sonst sagt, das ist ihm alles zu lange. So, das Delete braucht jetzt nur eine ID. Da wollen wir ja nichts updaten, da brauchen wir kein DTO. Wir wollen ja nur wissen, welches wir löschen wollen. So, was der hier bei diesem Update macht, also bei dem Delete macht, ihr seht ja sonst immer, es ist einfach nur eine Funktion, die der hier immer einfach aufruft. Bei dem Delete guckt er allerdings, vorher macht er ein GetOne und guckt, ob das existiert. Ich könnte jetzt hier nämlich, das fehlt hier leider anscheinend, oder ich habe das woanders hin programmiert, weil ich ein schlechter Mensch bin. Ich muss mal ganz kurz in meine Musterlösung reinschielen. Ja. Ah, das machen wir jetzt ordentlich. Also, man holt sich das vorher und wenn das Dokument nicht vorhanden ist, dann schmeiße ich hier eine NotFoundException. So kann ich mir automatisch HTTP-Errors generieren lassen.
An dieser Stelle wird er jetzt einfach ein 404 schmeißen. Ja, 404 not found, weil ich eine ID angegeben habe, die nicht existiert. Ein bad request wäre an der Stelle falsch, weil er findet das Objekt ja nicht. Der Request ist ja richtig, weil ich eine ID übergebe, aber das Objekt mit dieser ID existiert nicht. Ja, und nur, wenn das Objekt existiert, dann delete ich es auch. Kann man sich jetzt natürlich immer noch überlegen, ob das sinnig ist oder nicht, aber ich finde das jetzt schön. So, dann brauchen wir hier die ganzen Service-Funktionen noch, die kopiere ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich auch. Zumindest so weit, wie wir sie brauchen. Zack, zack. So, und hier seht ihr schon, hier habe ich das hier gemacht nochmal. Das Delete. Hier habe ich nochmal so eine Überprüfung gemacht. Das mache ich hier jetzt mal weg. Return das jetzt hier einfach. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Diese ganzen HTTP-Zugriffsmethoden sollten im Controller liegen und nicht im Service. Das habe ich früher anders gemacht, aber ich finde es tatsächlich schöner, wenn die im Service liegen. Das heißt, wir bauen das jetzt hier gleich nochmal ein bisschen um. GetOne wirft zum Beispiel auch so ein File not found. Das übertragen wir jetzt einfach mal ganz stumpf, weil ich das schön finde. Das heißt, hier in dem GetOne returnt man das nicht, sondern man macht ein const doc await. So, warum mache ich da ein await hin? Diese Methoden sind alle als async betitelt. Das bedeutet, sie laufen asynchron. Was bedeutet, ich bekomme nicht ein Objekt zurück, sondern ein Promise auf das Objekt. Also ein Versprechen, dass es irgendwann einmal existieren wird. Vergleichbar mit den Java Optionals bzw. den Java Futures. Funktioniert an der Stelle genauso. Mit dem Await sage ich einfach nur, warte auf das Promise und pack mir das aus und gib mir das Objekt, was da drin ist, zurück. Das bedeutet, in diesem Fall bekomme ich hier, wenn man über dieses GetOne hovert, ein Promise Waterfill. Und das Await macht nichts weiter, auf dieses Promise zu warten und das Waterfill auszupacken und es mir hier zurückzugeben. Dann kann ich hier wieder machen, naja, wenn das Document nicht vorhanden ist, dann schmeiße ich eine New Not Found Exception. Und dann Return Doc. Jetzt ist es ein wichtiger, böser Nebeneffekt hier an der Stelle. Das hier ist ein Objekt, aber ich gebe hier ein Promise auf ein Objekt zurück. Und jetzt return ich hier aber nur ein Objekt ohne Promise. Ja, das macht er automatisch. Das ist total verrückt. Ich sehe gerade, dass, Juri, ist deine Hand oben, dass du noch eine Frage hast, oder? Ja, bitte. Ja, für den Stream, die Frage ist gerade, ich könnte mir dieses Async Await hier sparen. Und die Frage ist, naja, warum tue ich das nicht? Weil eigentlich zwinge ich da den Main Loop hier damit, wieder synchron zu arbeiten, was man ja eigentlich nicht möchte. Und das ist so teils, teils richtig. Das Problem ist, wenn ich mir das Async Await hier spare, dann kriege ich hier ein Promise und ich kann hier nicht reingucken. Ja, ich müsste auf den Promise immer noch warten, kriege ich das Dokument denn jetzt zurück oder nicht? Kriege ich hier ein Null oder kriege ich hier nicht ein Null? Und wenn ich diese... Ja, ja, das Send tut das Gleiche, aber das... Ja, okay, wir müssen jetzt, glaube ich... Guckt euch, google das lieber. Das zu erklären dauert jetzt ein bisschen länger. Das Fork Join von Node.js, das kriegt das... Also die Frage war kurz, das Promise und Then tut das Gleiche wie das Async Await, nur dass man asynchron programmiert, das stimmt aber nicht ganz. Also diese Event Loop von Node.js kriegt das schon durch hin auf die Kette, dass das hier kein blockierender Aufruf ist. Ja, diese Events werden quasi nach hinten gescheduled und diese Loop läuft trotzdem weiter, auch wenn da Await steht. Das heißt einfach nur Event überspringen und mach weiter. Und dann guckt er irgendwann, ob bei diesem Event sich was geändert hat und dann macht er an dem weiter. Also die Main Loop wird dadurch nicht angehalten. Und ja, das Then tut das Gleiche, aber dann haben wir hier die Callback Hell von JavaScript. Kann man auch mal googeln. JavaScript Callback Hell, da hat man irgendwann gar keine Lust mehr drauf. Wenn man dann 5 Funktionen plötzlich ineinander verschachtelt hat, als man schneller, desto schnell kann man gar nicht gucken, da passiert das. Und deswegen bin ich Fan von diesem Async Await, weil das drückt diese Callbacks weg.
Das ist einfach eine andere Art des Programmierens. Man kann sich alternativ eventuell dazu auch mal die Programmiersprache Dart angucken von Google. Die verwendet dieses Prinzip ähnlich und die haben, glaube ich, in der Doku ein recht schönes Diagramm, womit die zeigen, wie diese Interrupts funktionieren von der Verarbeitung. Das kann man sich mal angucken, wenn man da nochmal weitere Fragen hat. Genau, also für den Stream gerade noch, genau, da die ganze Funktion asynchron ist, wird dann hier nur der entsprechende Fork angehalten und nicht die Main Loop. Genau, richtige Anmerkung. Gut, bevor ich weitermache, sonst noch irgendwelche Verständnisfragen aus dem Auditorium? Ich sehe nicht. Gut, dann machen wir erstmal weiter. So, ich habe jetzt das GetOne gemacht. Jetzt kann man das bei dem Update hier auch nochmal tun. Das hier können wir jetzt erstmal wegmachen. Der hier macht auf jeden Fall Return. So. Dann kann ich hier noch ein bisschen was, wo ich schon mal hier bin, kann ich gerade erklären. Das GetAll funktioniert ja über den Timestamp. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei dem GetAll kein Timestamp angibt, ja, der ist null oder der existiert nicht, kann man hier noch so ein Fragezeichen dran machen. Dann ist der halt irgendwas oder undefined oder man weiß es schon. Ich kann ja diesen Query-Parameter hier auch einfach weglassen. Dann nimmt er den Timestamp einfach als 0. Dieses oder hier kennt er ja schon aus der Konfiguration. Das sagt einfach nur, ist ein Shorthand für Timestamp, Fragezeichen, Timestamp, Doppelpunkt 0. Das ist einfach nur ein Shorthand, ist aber das gleiche, was einfach nur fragt, ist der Timestamp gesetzt? Wenn ja, dann nimm ihn, ansonsten nimm die 0. Und ich frage einfach hier in einer Query, ist der Timestamp greater als eben hier in dieser Query gegeben? Dann gib mir das zurück. Warum das jetzt hier gerade schon wieder rot ist, ist mir auch ein Fragezeichen. Naja, er wollte das einfach auseinander haben. Gut. So. Wir wollen... Genau, dann machen wir jetzt noch bei dem Update. Update, Update, Update. Hier ist es. Hier mache ich vorher nochmal wieder ein Get. Ich will die ID getten. Und wenn das nicht... gegeben ist das Doc. Jetzt schauen wir hier wieder eine Not Found Exception und alternativ senden wir. So, denn jetzt? Ich sollte hier vielleicht auch ein New vorschreiben. Ja, und alternativ updaten wir entsprechend das Ganze. Dann können wir hier das rausnehmen und das hier returnen wir direkt. Aber was das Update jetzt hier einfach nur macht, ist find by an ID in Update. Das heißt, er sucht nach einer ID und dann verwenden wir hier den Mongo, ein Aggregator, also ein Aggregat nennt sich das hier an der Stelle. Da sagt man, setze bitte alle Properties aus dem DTO in mein gegebenes Objekt. Das bedeutet, wenn in dem DTO nur der Value drin steht, dann wird auch nur der Value gechanged. Na, das ist jetzt ein bisschen wichtig zu wissen, weil MongoDB möchte immer genau wissen, welches Attribut soll es denn updaten. Da kann man nicht ganze Objekte so einfach reingeben. Wenn man das macht, dann überschreibt er das. Das ist ein anderes Verhalten, was man vielleicht nicht möchte. Ja, dieses new Doppelpunkt true habe ich jetzt hier drin. Das bedeutet einfach nur, dass wenn das Objekt es noch nicht gibt, dann erzeugt er ein neues. Und ja, ich muss das hier noch importieren. So, großartig. Jetzt läuft er hier auch wieder. Und jetzt sind tendenziell alle Schnittstellen, die wir auch aus unserer Doku kennen, fertig. Außer eine Kleinigkeit. Was jetzt noch fehlt, ist die Richtung von meinem Dienst zurück auf die Particle Cloud. Als Anwendungsfall überlegen wir uns jetzt schlichtweg mal, ihr habt die App und ihr habt als Projekt irgendwie sowas wie, nehmen wir mal, letztes Jahr hatte einer einen IoT-Briefkasten und das bedeutet, der hatte an seinem Platz so ein kleines Fähnchen, was hochging, wenn in seinem Briefkasten ein Brief lag. So, jetzt möchte ich vielleicht diese Funktionalität des Servos separat von dem Brief testen. Ich möchte also meinem Controller sagen können, schalt diesen Servo an oder aus. Das heißt, ich muss irgendwie über diese Particle Cloud einen Befehl senden für mach mal an oder mach mal aus. Und genau das implementieren wir hier jetzt auch. Dafür bauen wir uns Schnittstellen.
Ha, wer hätte es gedacht? Das wollen wir über REST abfragen können. Wir wollen ja von unserer App später solche Anfragen eventuell senden. Das heißt, wir brauchen da REST-Schnittstellen für uns nach außen verfügbar zu machen. Die nennen wir einfach mal Action On und Action Off. Das heißt, unter den URLs api/waterfill/action/on, da kann ich eine On-Action senden und auf dem Off entsprechend eine Off-Action. Ja, kann man auch alles in einer Anfrage zusammenfassen und dann irgendwie über einen Body oder über Query was entscheiden. Aber ich möchte es erstmal ein bisschen einfach halten an der Stelle. Auch kann man darüber diskutieren, ob das hier ein Get oder ein Post sein sollte. Da wir jetzt aber keinen Body mitschicken, reicht an der Stelle ein Get. Auch wenn wir nichts zurückkriegen und nichts lesen. Das ist mir bewusst. Eigentlich affektiert... Wir lassen es erstmal dabei. Wenn jemand eine bessere Idee hat, was man da reinmachen kann, kann er das dann gerne in seinem Dienst tun. So, was wir jetzt also noch brauchen, sind hier diese SetOn und SetOff Methoden. Aber was ich hier noch return, ist irgendwie so ein Statustext. Was das auf sich hat, dazu gleich, wenn wir die Methoden implementieren. So, was ich noch hatte, ist, ich habe eine Schnittstelle vergessen. Das ist der Status von meinem Tank. Also ist der voll oder ist der nicht voll? Da sieht das Ganze dann so aus. Na, das ist irgendwie /tank/status und dann holt er sich den letzten Wert aus der Datenbank. Und wenn dieses Value höher als 0.2 ist, dann ist er voll. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Machen wir mal, wenn er größer als 0.75 ist. Oder ich glaube, Christoph sendet ganze Werte, also wenn er voller als 75 Liter ist, dann kriegt man da den Status True zurück. So, das heißt, wir müssen uns jetzt hier im Service hinsetzen und diese SendActionOn und SendActionOff programmieren. Das mache ich jetzt aber per Hand, das kopiere ich nicht. Da muss ich ein bisschen zu erklären. Und zwar müssen wir jetzt aus unserem Backend heraus eine Anfrage an die Partikel Cloud senden. Die Partikel Cloud hat auch eine REST-Schnittstelle. Das heißt, wir müssen eine REST-Anfrage aus unserem Backend senden. Hui, da brauchen wir selbstverständlich eine Bibliothek, für die das tut. Glücklicherweise haben die Götter von Nest.js uns da was zur Verfügung gestellt. Und das ist ganz offensichtlich sogar standardmäßig installiert, weil ich hier in meiner Musterlösung nichts Zusätzliches installiert habe. Verrückt. Ah ja, natürlich nicht. So, was wir dafür brauchen, ist das HTTP-Modul. Das können wir uns hier in die App-Module importieren, wie wir das auch mit dem Mongoose-Modul gemacht haben. HTTP-Module. Und zwar müssen wir das registrieren. Register heißt an der Stelle einfach nur, dass der dieses Modul anstartet, dass der ein Axios ist, das im Hintergrund, also die Bibliothek, die auf die Nest.js da zurückgreift, heißt Axios. Und der startet da einfach den Client. Mehr macht er nicht. Und dann muss man hier in der Konfiguration so ein Timeout angeben, wie lange der maximal warten soll, bis dieser Client hochfährt, falls da irgendwelche Probleme sind. Was für Probleme können da sein? Naja, mein Backend-Dienst hat keinen Internetzugriff. Und damit dieser Aufruf hier nicht blockierend ist, wenn ich keinen Internetzugriff habe, ich aber vielleicht trotzdem will, dass der auf die Datenbank zugreift, weil er irgendwelche Cronjobs hat, die der regelmäßig machen soll, wie zum Beispiel Daten aggregieren oder Snapshots machen von meinen Daten, dann wäre das irgendwie ganz cool, wenn der hochfährt, auch wenn dieses HTTP-Modul jetzt vielleicht nicht da ist. Deswegen gibt man hier einen Timeout an. Und ich nehme da klassisch 5000 Millisekunden, also 5 Sekunden für, weil das die Doku von Nest.js vorschlägt. Also mache ich das an dieser Stelle auch. So, das heißt, ich kann jetzt in meinem Controller, wenn heute ein guter Tag ist, die Axios, die Axios verwenden. So. Und wie das immer so ist, müssen wir uns natürlich irgendwie jetzt hier so einen Service reinholen. Wir müssen ja irgendwie jetzt auf diesen HTTP-Dienst zugreifen können. Das tun wir logischerweise wieder über ein Import. Hätte ich gedacht. Ja, natürlich. Und zwar private read-only, noch nennen wir es mal eine HTTP. HTTP Service. So heißt das Ding. So, warum muss ich da jetzt kein Inject vorschreiben, Gottverdammt? Das mussten wir doch bei diesen Mongos jetzt auch. Es ist doch irgendwie schon wieder alles total verwirrend.
Lasst mich das aufklären, das ist recht einfach. Das HTTP-Modul provided diesen Dienst. Genauso wie wir unseren Waterfill-Service providen. Steht in diesem HTTP-Modul provide HTTP-Service. Das ist bei Mongoose nicht so gemacht, weil diese ganzen Modelle und Verbindungen zu der Datenbank asynchron erfolgen. Das heißt, er verbindet sich asynchron mit der Datenbank, er verbindet sich asynchron mit der Collection und er öffnet die auch nur, wenn er sie braucht. Ja, der hat diese Händel, das hat er nicht permanent offen, sondern er macht das nur auf, wenn es benötigt wird, also wenn ihr eine Anfrage sendet oder mehrere Anfragen. Ansonsten schließt er die wieder nach einer Zeit. Und aus diesem Grund muss man das zusätzlich auf einem anderen Weg injecten, weil zur Startup-Time dieses Objekt des Modells noch nicht vorhanden ist. Und damit deine ganze Anwendung jetzt aber nicht wieder stillsteht, weil sie auf das Injecten von diesem Modul wartet, haben die das asynchron gemacht. Das ist der einfache Grund dafür. Ja, diese ganze Bibliothek ist tatsächlich schon darauf ausgelegt, dass man hier nicht irgendwie Blocking.io hat, wenn man es richtig macht. Ich sage ganz bewusst, wenn man es richtig macht, man kann da sehr, sehr viele Fehler mitmachen. Asche über mein Haupt, wer DevOps gehört hat, der hat diesen Pain schon total durch. Das macht gar keinen Spaß, wenn man da irgendwas nicht ordentlich macht, dann kann man da sehr viele Stunden und Nerven drin versenken. So, jetzt haben wir das HTTP-Modul. Jetzt können wir hier tendenziell HTTP-Anfragen einfach senden. Also bauen wir uns mal die Funktion SendActionOn. Die gibt wie immer ein Promise zurück. Das heißt, die sollte irgendwie asynchron sein. So, was gibt die zurück? Die gibt ein Axios-Response zurück. Ich habe ja gesagt, Axios ist die HTTP-Bibliothek, die da verwendet wird im Hintergrund. Das ist so mehr oder weniger die Standardbibliothek, die man für Backend-Dienste für Node.js verwendet. Nimmt entweder Request oder Axios. Axios nimmt man meistens einfach, weil diese Schnittstelle, die ist komfortabel, die Library. Die tut eigentlich alles, was man braucht und ist irgendwie nicht so mega hacky und man kann da relativ leicht noch irgendwelche seltsamen Hooks einhängen oder sowas. Das heißt, hier kommt ein Axios Response. Und der hat als Inhalt, also na, das Promise besteht aus einem Response und das Response hat als Inhalt, naja, den Response-Inhalt halt. Wir wissen aber nicht genau, was uns die Particle Cloud als Antwort zurückgibt. Ja, wir müssten ja jetzt die Antwort typisieren von der Particle Cloud. Weil ich das nicht auswendig kann, nimmt man einfach einen Trick und sagt da Any. Ja, da ist irgendwas drin. Uns interessiert die Antwort ja auch gar nicht. Uns interessiert nur, ob der Statuscode dieser Antwort 200 ist. 200 bedeutet HTTP okay. Hat also funktioniert. So, jetzt nörgelt der hier irgendwie rum, dass der das hier nicht kennt. Finde ich, ist ganz schön Mimimi von dem Guten. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich nicht vielleicht doch da irgendwas installiert habe, aber es sieht nicht so aus. Eieiei, wo habe ich denn den Import her? Na, machen wir es halt einfach per Hand. Der nörgelt rum, kriegt er hier per Hand rein. So. Oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Ich habe aus einer Bibliothek etwas importiert, die nicht direkt in meiner Package.json drin steht. Warum geht das? Das geht wegen Peer Dependencies. Das HTTP-Modul hat als eigene Dependency Axios. Und die wird natürlich mit installiert. Und die wird auch genauso indexiert. Und deswegen kann ich diese Peer Dependency hier auch einfach benutzen. Aber ich möchte ja auch sowieso nur den Typen davon haben. So, zurück im Text. Wir wollen hier irgendwas senden. So, das Ganze, was wir senden wollen, ist irgendwie ein Post. Das heißt, wir brauchen einen Body. Der sieht auch erstmal irgendwie aus. So wie der aussieht, da müsst ihr mir jetzt vertrauen. Das weiß ich aus der Doku, die ich gelesen habe, von dem Particle. Einfach mal hinnehmen, wie ich das jetzt mache. So ein Event besteht immer aus einem Name. Und der Name ist jetzt der Name des Events, den ich hier sende. Ja, damit man das später zuordnen kann. Und zwar ist das hier ein Action Event On. Dann sendet man die Data mit, das ist die Payload. Die kann jetzt beliebig aussehen. Das kann jetzt wieder ein Objekt sein, das kann eine Nummer sein, das kann ein String sein, das ist erstmal egal. Ich sende jetzt hier einfach nur den String
Turn on. Dann muss man sagen, ob das Ding private oder public ist. Falls ihr euch erinnert, Christoph hat hier mal auf public gesetzt. Da ich hier in meinem Beispiel es auf private habe, lasse ich das auch einfach mal. Und vielleicht, wer weiß das schon, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Sagt man also private true. Und dann TTL 60. Wer weiß, was TTL ist? Keiner sagt was. Ich weiß es auch nicht. Nein. Das hat jetzt was mit Security zu tun. So, jetzt haben wir uns hier unseren Buddy zusammengesendet und das müssen wir jetzt irgendwie an die Particle Cloud schicken. Das macht man dann über this http.post. Und dann braucht man eine URL. So, die URL ist immer gleich und deswegen lagere ich die jetzt hier oben mal in eine Konstante aus. Und zwar in eine private, read-only, particle URL. Und das ist https://api.particle.io/, dann muss man eine Version angeben, welche API-Version man benutzen möchte. Ich habe damals V1 genommen. Ich hoffe, dass es immer noch V2 ist. Slash. Dann muss man sagen, ich will auf die Devices ein Event schicken. Das ist die URL. Über die kann man an seine Geräte ein Event schicken. Das heißt, dieses Event, was ich sende, geht nicht nur an ein Gerät, sondern eventuell an alle Geräte. Man kann ja aber auch IDs noch angeben, dass man ein bestimmtes Gerät haben möchte, wenn ich nicht alle auf einmal einschalten möchte. Das überlasse ich euch aber als Hausaufgabe herauszufinden. Ich kann euch ja nicht alles vortanzen, das wäre ja sonst langweilig. So, hier sagen wir also, ich nehme jetzt hier wieder so einen Template-String. Der besteht aus this particle URL, Query-Parameter, Fragezeichen. Ich brauche ein Access-Token. Das kann man sich generieren lassen mit seinem Particle-Account. Das ist nichts weiter als diese klassischen API-Tokens, die man benötigt, um auf diese Schnittstelle zuzugreifen. Das ist also Authentifizierung. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch einen Token. Machen wir hier wieder als Konstante. Private, read-only, Token. So, das hole ich mir aus process.env.particle-token. Das solltet ihr bitte bei euch auch genau so benennen. Entweder ist das gesetzt oder es ist leer. Ich werde später, ihr müsst mir dann die Tokens per E-Mail schicken und die werde ich dann auf unserem Server einmal in die Umgebungsvariablen eintragen, damit das auch alles sicher ist. Was ihr genau da machen müsst, schreibe ich dann aber später noch in der E-Mail vorher, damit da keine Verwirrung entstehen. So, hier müssen wir das Token benutzen. Gleich $this.token. Dann müssen wir den Body übergeben. Und dann sagen wir ihm hier noch so ein... Oh Gott. Dieses Ding, das gibt eigentlich ein sogenanntes Observable zurück. Ein Observable kennt der ein oder andere vielleicht aus Angular. Das ist irgendwie sowas wie ein Promise, nur ganz anders, tut aber genau das Gleiche. Man kann auf einen Observable einen Watcher anhängen, der irgendwann sagt, yo, ist fertig. Man hat also irgendwie eine Asynchronität dabei. Die Jungs, die dieses Observable programmiert haben, haben relativ schnell festgestellt, dass der Rest der Welt aber irgendwie diese Promises benutzt. Und deswegen haben die großartigerweise hier die Methode toPromise. Ha! Dann können wir das einfach hier in unserem Quellcode verwenden und müssen nicht irgendwelche vollkommen abgefahrenen Transformationen durchführen. So, und das returnen wir einfach. Großartig. Dann ist er jetzt hier auch schon glücklich. So, und genau auf die exakt gleiche Art und Weise definieren wir uns jetzt hier auch diese Send-Off-Methode. Machen genau das Gleiche, schicken hier ein Off-Event. Der Rest sieht genauso aus, ne? Ist ja klar, die URL bleibt identisch, das Token bleibt gleich und wir übergeben den Body und führen das mehr oder weniger aus. Fragen soweit? Gut, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wie diese Schnittstelle hier funktioniert, die Particle-Dokumentation ist wirklich gut, da könnt ihr euch auch hunderte Beispiele angucken, wie ihr da komplexere Daten sendet, für den Fall, dass das benötigt wird.
Ihr solltet euch immer überlegen, dass der Mikrocontroller ja auch mit diesen Daten umgehen können muss, die da kommen. Und es ist ja klar, je komplizierter diese Payload hier wird, desto abgefahrener wird das dann, das zu benutzen. So, ich liege perfekt in der Zeit. Das heißt, wir schaffen es jetzt noch, dass ich über das Deployment spreche. Ich habe beim letzten Mal, also der Dienst ist jetzt fertig. Wir haben alles implementiert. Das ist jetzt genau der Quellcode, der auch bei uns auf dem Server läuft. Was wir jetzt noch besprechen müssen, ist, wie kriegen wir das auf den Server? Und das macht man mit Deploy-Skripten. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Ordnung. So, und zwar klassischerweise gibt es dafür immer einen Ordner, der heißt irgendwie Deploy oder sowas. In unserem Fall heißt der .github, weil wir die GitHub-CI verwenden. GitHub Actions ist ein relativ neues Feature von GitHub, was eine CI und CD-Pipeline integriert. Und man definiert da so Aktionen, die in einem Workflow hintereinander ausgeführt werden. Und genau das ist in eurem Repository auch der Fall. Da gibt es dann noch so einen Workflows-Ordner. Und ich habe das bewusst schon hinterlegt, weil das rudimentär wichtig ist, wie man das hier benennt. Wenn man da ein S vergisst oder so, dann funktioniert das nicht. Ich wollte euch einfach den Pain an der Stelle ersparen, auf Fehlersuche zu gehen. Deswegen habe ich das in das Template schon mit reingemacht. Das Ding muss nämlich auch genau .deploy.yaml heißen und darf auf keinen Fall anders heißen. So, ich kopiere das mal hier alles rein und dann erklären wir das mal. Also, Name ist einfach nur der Anzeigename, wie das Ganze dann in der GitHub-Oberfläche aussieht. On Push Branch Master sagt man, ich möchte bitte diese Pipeline nur ausführen, wenn ich einen Commit auf dem Master habe. Weil ich möchte ja auf dem Development, wenn ich da irgendwas pushe, nicht ständig irgendwas Unvollständiges bauen. Das ist ja nervig. Mit Jobs, das ist jetzt die eigentliche Pipeline. Hier definiert man die Schritte, die gemacht werden sollen. In dem Repo heißt die nur DeployYAML. Sehr guter Einwand, da ist der Punkt zu viel. Danke, Chat. So, wir definieren jetzt hier die Build-Skript, die Build-Schritte. Wir sagen, dass die alle auf einem Docker-Image, das hier sind alles schon Docker-Images, das soll auf dem Docker Ubuntu Latest laufen, und zwar folgende Steps. Als erstes, klon mir mein Repository und leg das ab. Danach, hol mir die Version aus der Package.json, die hinterlegt ist. Das heißt, diese Version wird extrahiert. Die wird hinten an das Tag von Docker drangehangen. Wichtiger Hinweis, wenn ihr updaten wollt, müsst ihr diese Version hier ein höher setzen. Ja, da müsst ihr dran denken. Wenn ihr das pusht, dann muss das jetzt eine 1 sein, damit er das auch updatet. Das sagt er manchmal nicht. Das ist ein bisschen fies. Aber ich habe Vertrauen auf euch, ihr seid ja alle im Master. So, der nächste Schritt ist, bau mir das Ganze. Normalerweise würde man ja jetzt in Java irgendwie so einen Gradle anstoßen, der würde das kompilieren, der würde da eine Jar draus machen, der würde das verpacken. Hier überlassen wir das Kompilieren Docker. Das bedeutet, wir rufen nur ein Docker-Build auf und dann passiert in dem Docker-File beschrieben, was da abgeht. Man nennt das Ganze dann ein Build-Stage. Na, Build-Stage-Build, ein bisschen komisch. Auf jeden Fall kann man im Docker in einem File mehrere Container beschreiben. Ein Container zum Bauen, aus dem man dann das Gebaute kopiert in den eigentlichen, der dann läuft. Die Frage ist relativ nah, warum macht man sich das denn so kompliziert? Kurze Antwort ist, um plattformunabhängig zu sein. Ich kann so sicher sein, dass in meiner CI-Pipeline die exakt gleiche Bauumgebung ist, wie auf meinem Windows, auf meinem Linux oder auf meinem Mac. Da ist nämlich genau der Docker-Container zum Bauen verantwortlich, den ich da reinschreibe. Das bedeutet, mein Quellcode verhält sich immer, überall, jederzeit reproduzierbar identisch. Das passiert nicht, wenn ich etwas lokal auf meinem Computer baue. Und gerade bei Java, gerade wenn man irgendwie Bibliotheken dort verwendet, die angeblich plattformunabhängig sein sollen, sowas wie JavaFX, und man baut das auf Linux, dann sieht das ganz plötzlich alles ganz anders aus, wenn man das auf Mac oder auf Windows laufen lässt. Und genau aus diesem Grund baut man immer im Docker, um diese Plattformunabhängigkeit zu gewährleisten und die Reproduzierbarkeit nicht zu zerstören. So, diese Befehle hier sind straightforward und immer identisch. Docker Login bedeutet, melde dich bei Docker Hub an
Docker Build, da baue ich mir das ganze Kram. Docker Push, schiebe mir das gebaute Docker Image nach Docker Hub, damit ich das später ausrollen und irgendwo starten kann. Hier seht ihr Secrets. Diese Secrets müssen in GitHub definiert werden. Wie das geht, zeige ich euch gleich auch noch. Ihr müsst davon aber nicht alle Secrets definieren, denn ein paar davon habe ich bereits klugerweise auf Organisationsebene hinzugefügt und ihr müsst nur sagen, wie euer Username, euer Passwort und das Image heißt. Und diese ganzen unteren hier, die für das Deployment sich wichtig sind, die habe ich schon vordefiniert, da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Die werde ich in euer Repository injecten und die werden dann automatisch hinzugefügt. So, bis hierhin, bis zu diesem Part, ist das CI, also Continuous Integration. Baue es mir und lege es irgendwo ab. Führe eventuell noch Tests aus. Das hier, das ist Continuous Deployment, CD. Mit diesem Skript, das ist ein von mir entwickeltes Action, die kann man im GitHub Marketplace sich angucken. Damit kann man dann auf unseren Docker-Server pushen. Hier muss man so ein paar URLs, Access-Keys, Projekt-IDs, irgendwelche Namen angeben. Müsst ihr euch nicht drum kümmern, das sind alles die Secrets, die ich injecten werde, damit das nicht so kompliziert ist. Aber das Ganze tut es für euch und ihr müsst keine seltsamen Skripte mehr selber schreiben. Letztes Mal, als wir IoT gemacht haben, musste man da noch ganz wilde Dinge selber tun. Das war zu kompliziert. Mehr muss man für das Deployment nicht tun, außer das. Und zwar nichts weiter als eben diese Secrets definieren, was ich euch jetzt zeige, wie das geht. Ihr geht auf GitHub. Repo, GitHub. Und dann gehen wir zum Beispiel auf dieses IoT-Demo-Gelöt. Habe ich mir auch irgendwo angelegt. Das habe ich natürlich nicht gepusht. Ist ja logisch. Na, gehen wir doch mal hier auf... Ja, kompliziert. Gehen wir mal in das hier. Das ist das Repository vom letzten Jahr. Hier habe ich das schon gemacht. Ihr habt in euren Repositories, die ihr bekommen habt über Classroom, alle Adminrechte. Das heißt, ihr könnt hier auf Settings gehen, dann auf Secrets und hier legt ihr die an. Ja? Hier sind die zum Beispiel schon alle angelegt. Die einzigen Secrets, die ihr anlegen müsst, ist Docker Image, also der Name des Images, euer Login-Passwort für Docker Hub und der Username für Docker Hub. Der Rest hier, der wird injected. Anlegen macht ihr das hier oben über New Repository Secret. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein neues Docker-Image anlegen wollt, ich benenne das jetzt mal kurz anders, damit ihr das nicht verwirbelt, dann muss dieses Image einer gewissen Struktur folgen. Und zwar immer kommt zuerst der Name eures GitHub-Benutzers, in meinem Fall ist das Kostrin, / und dann der Name von eurem Image. Und das Image ist immer nach eurem Projekt benannt. Bei mir waterfill-service. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann die Version. Das lasst ihr hier weg, das müsst ihr hier nicht reinschreiben. Weil, wenn ihr hier in das Skript reinguckt, hier ist der Doppelpunkt schon. Denn die Version, die holen wir uns ja aus der Packet.json. Ja, in diesem Fall ist die auf 1.0.0 gesetzt. Das heißt, was letztendlich dann da steht, ist 1.0.0. Oder wenn dann später eine andere Version ist, Punkt 42. Na? Werde ich euch aber alles nochmal in einer E-Mail schön aufgelistet zuschicken, damit da keine Verwirrungen entstehen. Ne? Wollte das jetzt nur einmal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Fragen soweit? Ja, also die Frage für den Stream. Die Frage ist, verwendet er das Docker-File aus unserem Repo? Ja, das tut er. Das Docker-File existiert aber noch nicht. Das müssen wir jetzt noch schreiben. Ne? Auch in dem, genau, aber auch in dem Template von eurem GitHub Classroom Repository, da ist das Docker-File noch nicht drin. Das müssen wir jetzt noch zusammen programmieren. Das ist jetzt der nächste Schritt. Neue Datei. Docker-File. Ich hatte ja schon mal erwähnt, was Docker ist. Man kann sich Docker als plattformunabhängiger Applikationsserver vorstellen, ganz plump gesagt. Und die Applikationen werden als Container verpackt. Und diese Container werden über Images beschrieben.
Und diese Image-Beschreibung legt man in Docker-Files ab. Das heißt, in diesem File beschreiben wir jetzt, wie ein Container funktioniert. Der Vorteil davon ist, er funktioniert immer genau so, wie es da steht und niemals anders. Das heißt, wenn ein jemand anders oder ihr dieses Docker am Ende ausführt, dann tut er genau das, was in diesem Image da drin steht. Und ich kann mir zu 100% sicher sein, dass das auf eurer Maschine genauso funktioniert wie auf meiner. Und ich muss mir nicht über irgendwelche Dependencies oder seltsamen, verschwurbelten Pfad Gedanken machen. Relativ cool. So, die erste Zeile besteht immer aus dem Base-Image. Das bedeutet, was ist das zugrunde liegende Betriebssystem, was ich in diesem Container haben möchte? Da verwenden wir ein vorgefertigtes, und zwar das von Node.js. Ja, das da drunter ist einfach nur ein, ich glaube, ein Alpine Linux mit genau den Kernel-Modulen, die man braucht. Das ist relativ leichtgewichtig. Vor allem wichtig ist jetzt, dass wir in diesem Tag nicht einfach Latest verwenden, sondern dass wir genau die Version von der Node.js-Version jetzt hier angeben, die wir auch verwenden. Falls ihr euch erinnert, ich habe euch gesagt, ihr sollt die Long-Time-Support-Version, die LTS, nehmen und die ist 14. Und was ich hier noch mache, ist, ich schreibe minus slim da dran. Das bedeutet, ich möchte nur ein minimalstes Image haben, weil ich das ja nur zum Bauen benötige. Und für sonst nichts. Und dann benenne ich das noch. So, jetzt sage ich, wo möchte ich den ganzen Kram denn ablegen? Ich möchte das gerne unter slash app haben. Das ist jetzt ein Linux. Also da ist so slash etc, slash bin, slash home, wie man das so kennt. Dann sage ich, kopiere mir alles aus meinem aktuellen Ordner, wo ich diesen Befehl ausführe, in den aktuellen Workdir-Ordner. Na, der aktuelle Ordner, wo das ausgeführt ist, ist entweder hier, wenn ich hier Docker Build aufrufe, oder in meiner CI in dem Ordner. Ja, der klont das ja hier alles in einen Ordner und da liegt dann ja auch die Docker-File, wo er dann diese Befehle hier ausführt, die ihr natürlich auch lokal ausführen könnt, wenn ihr das mal testen möchtet, ob das alles funktioniert. Ist ja klar. So, dann möchte ich einen Befehl auf der Kommandozeile laufen lassen, und zwar npm install. Na? Ich habe ja jetzt alles rüber kopiert. Und jetzt muss ich aber erstmal sicher gehen, dass alle meine Dependencies aktuell sind. Die kopiere ich zwar mit, nein, die kopiere ich nicht mit, ich lüge. Ja, das kommen wir gleich zu. Also, wir kopieren uns alles und sagen npm install und danach sagen wir npm, ups, run npm, run build. Build ist, wenn wir hier in unsere Package.json reingucken, das tatsächliche Build-Command. So, ich habe eben gesagt, er kopiert nicht alles. Noch tut er das. Wir wollen aber gar nicht alles kopieren, weil wir wollen keine seltsamen Dependencies mitnehmen, die wir vielleicht zur Compile-Time irgendwie gebraucht haben. Wir wollen nur die richtigen Produktiv-Dinge haben. Das heißt, wir können wie bei Gitignore uns hier eine Docker-Ignore schreiben, in die wir reinschreiben, welche Dinge denn nicht in unseren Container mitkopiert werden soll. Wir brauchen zum Beispiel den ganzen Punkt GitHub-Ordner nicht. Wir brauchen die Node-Modules nicht. Wir brauchen den Test-Ordner nicht und wir brauchen den Dist-Ordner nicht. Das wollen wir nicht kopieren. Wir brauchen nur den Quellcode. Den Rest machen wir im Docker. Das ist wieder, wir wollen es so plattformunabhängig wie möglich haben. Wir wollen nur den puren Quellcode haben, den wir am Ende kompilieren, damit wir am Ende auch tatsächlich etwas rauskriegen, was ausschließlich in diesem Container erstellt wurde und sonst nirgendwo. Ja, das ist jetzt ein kleiner, nicht zu vernachlässigender Schritt. So, jetzt definieren wir, jetzt haben wir uns den Build-Container definiert, jetzt müssen wir uns noch den Runtime-Container definieren. Da heißt es wieder, wir machen from, wir wollen Node in der Version 40, und zwar das Slim, weil wir ja möglichst platzsparend sein wollen. Sagen wieder, oh, workdir slash app ist irgendwie cool. Dann kann ich hier in Umgebungsvariablen setzen. Mit env. Und zwar möchte ich, dass Node.js in Produktion gestartet wird. Ja, wenn ich diese Umgebungsvariable setze, dann wird die Node.js-Anwendungsserver in diesem Container als produktiv gestartet. Das heißt wieder, er hat weniger Overhead, diese ganzen Debugger-Sachen werden nicht mitgestartet. Das heißt, das Ding wird schneller. Dann kopieren wir uns
vom Bilder, und zwar aus dem Ordner app/dist. Ihr erinnert euch, hier oben wirkt die App. Das Bild erzeugt ein Dist-Ordner. Den kopieren wir uns, und zwar zu ./dist. Also in dieses App, in den Distribution-Ordner. Jetzt haben wir nur JavaScript-Dateien in diesem Run-Container. Ja? Da ist das Betriebssystem drin und unter /app/dist liegen jetzt die fertig kompilierten JavaScript-Dateien aus unserem Bilder. Das bedeutet, die Dateien, die da jetzt sind, die sind zu 100% mit diesem Container gebaut worden und mit nichts anderem. Und das ist überall identisch, in meiner CI, auf meinem Rechner oder sonst wo. Sehr cool. Was wir jetzt aber noch brauchen, um das starten zu können, ist die Package.json. Da stehen ja die Startskripte drin, das brauchen wir. Und die Package.log.json. Die beiden brauchen wir. Denn wir haben das ganze NPM-Kram ja noch nicht, falls ihr euch erinnert. Ne? Wir müssen jetzt nochmal Run NPM Install machen. Warum kopiere ich die nicht? Ich habe hier die Umgebungsvariable NodeEnvProduction gesetzt. Das bedeutet, der installiert jetzt hier aus der Package.json nur diese Dependencies, keine anderen. Insbesondere bedeutet das auch, dass er die Peer-Dependencies von diesem hier nicht installiert. Das Ding ist also am Ende nicht irgendwie 300 MB groß, sondern kleiner. Er installiert nur das, was er wirklich benötigt, um das hier laufen zu lassen. So, dann müssen wir den Port freigeben, unter dem wir erreichbar sind. Das ist der 3000er, wenn ihr euch erinnert. Und wir müssen ihm jetzt sagen, mit welchem Command er das Ganze hier starten soll. Und zwar mit npm run start prod. Wir wollen das in produktiv starten. Das ist dieses Skript hier. Dieses Docker-File wird jetzt in der CI/CD ausgeführt. Wenn man das testen möchte, kann man das selbstverständlich tun. Hier ganz schön viele seltsame Terminals offen, alle schließen. Das könnt ihr jetzt natürlich ausprobieren, ne? Ist ja klar. Ihr könnt jetzt einfach Docker Build minus T ist immer, wie heißt mein Image. Ich zeige euch jetzt einmal ein Probe-Image, wie das heißen könnte. Denkt dran, euer Name von Git, von Docker Hub / Service-Name Doppelpunkt Version. Leertaste Punkt. Punkt für das genau hier aus. Das heißt, er sucht auf C, Daten, Workspace, Uni, Lehre, IoT, Demo, sucht er jetzt nach einem Docker-File, was genau da liegt. Enter. Und jetzt fängt er an und führt genau diese Befehle aus, die hier stehen. Na, er nimmt sich hier dieses, das Image, wechselt in das Workdir, kopiert und macht jetzt npm install. Was irgendwie länger dauert, ist ja klar. Für den Fall, dass dieses npm-install hier nicht funktioniert, das betrifft vor allem Windows-Nutzer, dann müsst ihr einmal Docker neu starten. Manchmal hängt sich der Daemon auf und dann schmiert da irgendwie die Network Bridge ab und dann hat er keinen Internetzugriff mehr. So, der tut jetzt hier ganz viele wilde Dinge. Sagt, er hat keine seltsamen Vulnerabilities gefunden. Jetzt macht er Run Build. Jetzt seht ihr hier, er führt erst diesen Pre-Build Befehl aus, rimruf bedeutet, lösche mir rekursiv alles, was in dem Dist-Ordner drin ist, damit ich auch wirklich eine frisch gebaute Version habe, ohne Altlasten. Nochmal ein bisschen höher. Dann startet er den Running-Container, geht da in den Workdir, schaltet die Umgebungsvariable, kopiert sich alles, ruft wieder npm install auf und dann steppt er hier mit dem Production-Kram rein, dass er startet. So, und das kann ich jetzt starten mit Docker Run. Aber man, gehen wir dem Ding mal mit minus minus Name, kann ich dem Kind einen Namen geben. Und zwar IoT-Demo. Dann muss ich dem ein Port-Binding geben, das mache ich mit minus P. Ich möchte gerne auf den 3000er Port von meinem Gerät auf den 3000er Port von dem Container binden. Und dann
möchte ich, glaube, mehr muss ich gar nicht einstellen. Ich kann jetzt noch so ein Minus DT machen, dann ist das detached. Dann bedeutet das, der startet den Container einfach und er gibt mir nichts auf der Konsole aus. Das will ich aber nicht. Ich will ja sehen, was passiert. Und zwar möchte ich jetzt den Container cosrin slash waterfill minus service Doppelpunkt 1.0.0 starten. So, was meint ihr, wird jetzt passieren? Wird das funktionieren oder nicht? Frage in die Runde. Macht man einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, ob man glaubt, dass das funktioniert oder nicht funktioniert? Ich sehe ein paar Daumen nach oben. Der Rest schläft. Ganz wieder. Also ihr glaubt alle, das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert nicht. Sehen wir es mal. Starten wir das Ding. Und ihr seht, das HTTP-Modul hat er geladen. Aber er hängt. Warum hängt er denn? Naja, er findet die Datenbank nicht. Falls ihr euch erinnert, wir haben keine Umgebungsvariablen ihm mitgegeben für Mongo Host oder für Mongo, damit er hier in dem Source, wir gehen da nochmal hin, hatten wir das? Lost in Space, Lost in Action. Nicht spoilern, ich hab's gleich. Hier. Der versucht jetzt auf Localhost zuzugreifen, aber der hat ja gar keine Datenbank auf Localhost. Die läuft ja jetzt woanders. Das ist der Grund, warum das Ding jetzt nicht anstartet. Ich kann das jetzt beheben, indem ich dem in das gleiche Netzwerk reinhänge, wie für, wo meine Mongo liegt. Also ich könnte diesen Container jetzt dem Netzwerk hinzufügen, wo die Mongo drin läuft, und dann kann er die sehen und dann kann er über den Namen das auflösen. Könnte also über Mongo dann auf die Datenbank zugreifen. Überlasse ich euch mal als Hausaufgabe, das zu machen. Vor allem schaut euch das Tool Docker Compose dafür an, das hilft da sehr, das nimmt euch das ab. Aber worauf ich hinaus möchte ist, ihr habt jetzt eine reproduzierbare Möglichkeit, dieses Tool zu deployen und laufen zu lassen. Und ihr könnt euch immer sicher sein, dass genau das passiert, was ihr da reingeschrieben habt. Vor allem kann ich das jetzt in Docker Hub hochladen und das einfach irgendjemandem geben. Ja, und das funktioniert. Ich schreibe das hier mal in die README mit auf, was wir hier jetzt noch so alles haben. Also, ihr müsst euch bei Docker Hub registrieren. Registrieren. Oh, meine Fresse. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das ausprobieren, indem ihr den Befehl Docker Login einfach nur verwendet. Dann loggt er euch automatisch bei Docker Hub ein und ihr könnt mit euren Credentials versuchen, ob er da reinkommt. Dann könnt ihr mit Docker Build -T zum Beispiel mit eurem, ich schreibe den Befehl jetzt einfach mal hier hin, damit ihr den habt. Mal ganz kurz schauen, wie ich das Ding genannt habe. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Mist reintippe und ich euch verwirre. Diesen Namen hier. Ja, den. Bei euch wäre das dann Heinz, Hugo, Slash, was auch immer. Na? Damit das hier auch, oh, passt auf, das ist ja hier eine MD, finde ich hier so richtig cool. Na, dann ist das hier formatiert als Code, ne? Wenn ihr das jetzt hier so aufmacht, dann markiert ihr das so hammergeil. Nice. Oh, Computer, oh, was habe ich getan? Jetzt ist er tot. Hört ihr mich noch? Ja, okay, mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Ich hoffe, dass mein Rechner gleich weitermacht. Ich mache mal kurz so. sehr gut. Jetzt, ich bin wieder da. Gerade ein bisschen Angstpipi gekriegt. So, dann könnt ihr mit dem Befehl Docker Push das Ding schon mal probeweise hochladen. Und zwar so. Und jetzt deswegen ist es auch wichtig, dass ihr da euren Namen vorne angebt, euren Usernamen, weil wenn ihr Push macht, dann versucht er das jetzt auf Docker Hub hochzuladen und der macht die Zuordnung zu eurem User hier drüber. Ne? Der guckt, okay, das sollte diesen Usern gehen und dann guckt, hat der sich denn eingeloggt, passt das mit den Credentials, darf der da überhaupt hin pushen? Nicht, dass ihr plötzlich anfangt, in das NPM-Repository von Node.js zu pushen oder sowas. Ne? Dann könnt ihr das lokal einfach ausführen mit docker run minus IT ist für interactive, dann hängt der da nicht und macht einfach weiter. Minus P 3000 3000
Dann vielleicht noch ein Name, My Service, damit ihr den schneller löschen könnt. Und dann sagt da, wie das ganze Gerät heißt, nämlich zum Beispiel, na, ihr müsst dann genau sagen, wie das bedeutet, nämlich so. Und für den Fall, dass ihr Umgebungsvariablen gleich testen möchtet, zum Beispiel das Particle Token, ich mach das hier mal in Klammern. Ich mach das hier mal außerhalb. Ich mach das mal so. Dann könnt ihr den Befehl mit dem minus e, bedeutet Umgebungsvariable, so könnt ihr dann ein Token setzen. Ne? Dann könnt ihr ausprobieren, ob ihr diese API-Ansprache da korrekt macht. Oder ihr könnt gucken, ihr könnt auch genau auf die Art und Weise den Mongo-User und den Mongo-Pass setzen. Ja, ich werde euch ja später Credentials für die Datenbank geben und ihr könnt die ja lokal bei euch nachbauen, um zu gucken, ob das alles funktioniert mit der Authentifizierung. Ne? So, dann noch ganz kurz zu dem Deployment. Was müsst ihr tun? Erstens, prüft, ob ihr, und das ist ganz wichtig, ob ihr die gleichen Dependencies wie ich im Demo-Service habt. Ganz, ganz wichtig. Ihr guckt, ob das alles genauso aussieht, wie ich das getan habe. Dependencies. Danach wartet auf E-Mail von Sepp. Danach sendet ihr an mich zurück Folgendes. Name eures Docker-Images. Den brauche ich. Zum Beispiel costrin/waterfill-service. Ganz wichtig, diese Information benötige ich. Dann sendet ihr eventuelle Umgebungsvariablen. Vielleicht braucht euer Dienst ja mehr Variablen. Vielleicht habt ihr noch irgendeine andere API eingebunden und die benötigt auch ein Token. Dann muss ich das wissen, das müsst ihr mir schicken. Ich muss wissen, welche Variablen ich einmal auf dem Server für euren Dienst einstellen muss. Das ist nur für das erstmalige Deployment dieses Dienstes. Das ist wichtig. Dann Secrets im GitHub einstellen. So wie in E-Mail beschrieben. Ganz wichtig. Ihr stellt dann in eurem Classroom Repository die Variablen so ein, wie ich das in der E-Mail, die ich euch nächste Woche wahrscheinlich schicke oder im Laufe dieser Woche, so stellt ihr das ein und nicht anders. Wenn ihr das alles gemacht habt, Änderungen von Dev auf Master Merchant und auf den Profit warten. Dann, wenn alles richtig gelaufen ist und ihr das tut, nachdem ihr von mir eine E-Mail mit dem Go bekommen habt, dann wird die durchlaufen und am Ende ist die grün und die sagt, hat alles funktioniert. Ich zeige das einmal. Hier gibt es diesen Reiter Actions. Ich mach mal größer. Hier habt ihr den Reiter Actions, der steht dann auch bei euch. Da gibt es dann, ja, der letzte Commit heißt, weil ich dumm bin, da werde ich wohl irgendwas vergessen haben. Da haben wir dann hier diese Docker-Image-CI-CD. Das ist der Name, der in diesem Skript definiert ist. Ne? Habt ihr euch erinnert? Hier in dem Deploy-Skript steht der Name Docker-Image-CI-CD. Das ist genau dieser Name hier. Dann steht da immer der Commit. Offensichtlich mache ich ziemlich häufig dumme Bugs, die ich hier fixe. Und das ist etwas, was ich euch ersparen möchte, wenn man eine Pipeline debuggen möchte, dann geht das nicht. Dann fängt man an, macht 30 Commits, um zu gucken, ob dieses Mistding baut. Und irgendwann fängt man an, seinen Frust in diesen Commit-Messages rauszulassen. Das passiert jeden einmal. Das möchte ich euch ersparen. So, dann kann man da draufklicken. Und dann kann man hier unten auf das Bild klicken. Und dann zeigt er hier jeden einzelnen Step in diesen Jobs an. Ne? Zum Beispiel, hol mir mal die Version. Oder Checkout. Ne, dann das ist hier das Klon. Tut ganz viele Dinge. Oder dann hier das Bild.
Ne, hier baut er dann das Image. Großartig. Und vor allem könnt ihr euch dann hier dieses Release the Docker Image, das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen. Das ist die Action, die von uns ist, beziehungsweise von mir. Was da passiert ist, und das ist recht wichtig, diese Ausgaben hier, die sind wichtig. Als erstes guckt der, gibt es einen Dienst, den ich upgraden kann? Wenn es den nicht gibt, dann sagt er das hier. Dann, wenn der das Upgrade fertig hat, dann wartet der darauf, der muss dann so ein Upgrade-Ready-Flag zurücksenden. Wenn diese Nachricht hier nicht kommt, dann müsst ihr mir schreiben. Das ist wichtig. Manchmal, das kann passieren, dann dreht da irgendwas an der API ab und der kriegt es nicht hin, diesen letzten Step des Ja, das Upgrade hat wirklich funktioniert zu senden. Aus mir unbekannten Gründen passiert das manchmal. Dann müsst ihr mir unbedingt Bescheid sagen, weil dann kann ich einmal in unserem Verwaltungstool diesen Haken per Hand setzen und ihr könnt weiterentwickeln. Dann steht hier nicht Service is running, dann steht da Upgrade failed und irgendwelche seltsamen Fehlermeldungen. Dann müsst ihr mir unbedingt per E-Mail Bescheid sagen. Das ist wirklich wichtig. Ich habe das schon, das läuft alles schon flüssiger als vor 2 Jahren, aber better safe than sorry. Deswegen da müsst ihr mir dann Bescheid sagen. So, damit bin ich fertig mit meinem Part. Yay, wir haben nur 2 Vorlesungen gebraucht. Großartig. Ich habe euch jetzt alles an die Hand gegeben, wie ihr den Dienst bauen könnt. Und Christoph wird euch dann am Freitag hoffentlich zeigen, wie es weitergeht und wie man die Android-App dann entwickelt. Und wie man eventuell sogar diese Action der Particle Cloud damit integriert. Da müssen wir mal gucken. Aber sollten wir alles hinkriegen, läuft ja irgendwie alles. Gut, gibt es noch Fragen von euch? Ja? Die Frage für den Stream ist, ob das Deployment-Skript davon ausgeht, dass das unter dem Port 3000 läuft. Nein, aber wenn ihr einen anderen Port verwendet, dann müsst ihr mir das sagen. Denn ihr bekommt am Ende alle eine fixe URL mit SSL. Das möchte ich vielleicht noch dazu sagen. Ich werde hier in diesem README, das werde ich noch erweitern, ich werde alle eure Dienste dort hinterlegen, auch mit URL. Der Waterfill läuft unter dieser URL. Und jeder kriegt hier eine Subdomäne. Und dafür muss ich einmal wissen, unter welchem Port euer Dienst läuft. Das werde ich aber auch noch in der E-Mail dann schicken, dass ihr das nicht vergesst, mir Bescheid zu sagen, unter welchem Port das ist, damit ich da unser Routing richtig einstellen kann. Sonst noch Fragen? Ich sehe keine. Ja. Ah, okay, sehr gut, danke für den Hinweis, auch nochmal für den Stream. Diejenigen, die am Freitag mit dem Christoph zusammenhacken möchten, die mögen sich bitte Android Studio auf ihrem Computer installieren. Und zwar so installieren, dass wenn ihr das mit einem Doppelklick startet, das auch sofort läuft, ohne rumzuzicken. Am besten auch schon mal ein Demo-Projekt angelegt und das im Emulator gestartet und einmal auf dem Handy. Einmal checken, dass das alles vorher funktioniert, das kann ein bisschen zickig sein. Ja, Christoph weist gerade nochmal darauf hin, dass das alles ein bisschen dauern kann und dass ihr das am besten vorher alles schon einmal konfiguriert habt. Super, dann beende ich an dieser Stelle den Stream und jetzt kam gerade noch eine zweite Frage rein, ob die App in Java oder Kotlin kommt. Ja, für den Stream, wir programmieren die Android-App in Java. Wenn ihr aber in Kotlin sattelfest seid, dann könnt ihr das auch gerne darin machen. Müsst aber bedenken, dass ihr keinen Support von uns bekommt. Okay. Kleine Korrektion, Kotlin gibt 80% Support.
Gut, dann beende ich an der Stelle erstmal den Stream und wünsche euch zu Hause und auf YouTube noch eine schöne Woche. Wir sehen uns Freitag wieder, beziehungsweise Christoph sieht euch wieder. Auf Wiedersehen.